alten Röhrenfernseher, der so flimmert, wenn man auf keinem Sender ist. Da gibt es so ein schwarz-weiß Flimmern. Von dem Flimmern ist etwa 1 bis 10% ist die kosmische Hintergrundstrahlung. Die Strahlung ist eigentlich ein Überbleibsel vom heißen Urknall. Die Strahlung hat aber ganz kleine Unebenheiten drin und die werden in dem Buch studiert. Die Strahlung kommt von immer weiter weg, erreicht sie uns heute. Wir schauen immer in die Vergangenheit. Und wir sehen das Universum, wie es war, als das Universum irgendein paar hunderttausend Jahre alt war. Ich habe einen Kurs zu dem Thema für Doktoranden. Etwa 3-mal habe ich den Kurs gegeben. Und jedes Mal haben mir die Doktoranden gesagt: Ja, schreib doch ein Buch, schreib doch ein Buch. Es fehlt ein Buch zu dem Thema. Und dann habe ich das angefangen, aber wahrscheinlich etwa 2003 oder so habe ich das angefangen. Und wieder ein bisschen gemacht und dann wieder los sein. Man hat ja nicht immer die Zeit. So 2007 habe ich irgendwann gesagt, so jetzt komme ich einfach am Morgen nicht arbeiten, komme am Morgen nicht ins Büro. Jetzt wollte ich das fertig machen. Dann habe ich es dann in 2, 3 Monaten fertig gemacht. Das ist das Alte und das ist das Neue. Ist ein bisschen dicker, weil jetzt eben ein neue, 2 neue Kapitel drin sind, die in der letzten Zeit wo Gebiete behandelt, die in der letzten Zeit wirklich wichtig geworden sind. Und da werden auch Experimente, die gemessen werden, besprochen. Jetzt in der neuen Auflage natürlich das neueste Experiment mit dem Planck-Satellit. Also ich habe eine sehr gute Rezension bekommen von einem Wissenschaftler, der geschrieben hat, es sei super gut und endlich einmal alle Details und so erklärt. Dann habe ich aber einmal auf Amazon zufällig etwas gelesen, da hat irgendein Leser vollkommen verrissen und gesagt, es sei unverständlich und ein völliger Blödsinn.